Hallo zusammen. Gerne würde ich euch eine kleine Übung geben, also es ist eine Tagesübung, wie ihr euren Tag leben könnt, damit ihr mehr in einer Frequenz seid, die dienlich ist. Am Morgen, wenn ihr aufsteht, bitte steht nicht einfach auf. Bleibt noch einen Moment im Bett liegen. Schließt nochmal eure Augen. Atmet 3-4 Mal tief ein und tief wieder aus. Wie fühlt ihr euch dann? Fühlt ihr euren Körper? Habt ihr Schmerzen? Fangt an, euch zu bedanken. Wenn euer Bein, ich mache ein Beispiel, wenn das Bein schmerzt, bedankt euch bei eurem Bein, dass es euch schon so lange getragen hat. Wenn ein Organ nicht funktioniert, danke, liebes Organ, auch wenn du jetzt nicht so funktionierst, ich weiß, es kann sich verändern und ich danke dir schon für das, was du geleistet hast. Wenn ihr durchgegangen seid, könnt ihr langsam aufstehen und dann bitte ich euch, wir werden das jetzt schnell machen, so ist, wie ich das mache, ein kleines Gebet. Ich werde hier die männliche Form wählen, aber das spielt keine Rolle, weil es ist männlich und weiblich in allem. Schließt die Augen, atmet nochmal 3-4 Mal tief ein und aus. Gepriesen seist du, mein Herr und mein Gott. Du bist der lebendige Gott in allem. Ich danke dir für alles, was wahr ist und sein wird. Danke, dass du immer da bist und mich begleitest. Danke, dass du mir die Kraft schenkst, immer weitergehen zu können. Danke, dass du meine Gedanken öffnest, dass ich meinen Geist wahrnehmen darf. Danke, dass du meine Gefühle öffnest, dass ich meine Seele wahrnehmen darf. Danke, dass du meinen Körper in der Bewegung öffnest, dass ich meinen vollkommenen Körper wahrnehmen darf. In dir ist die ganze Kraft. Aus dir kommt die ganze Kraft. Mit dir. Danke für die Gaben und Fähigkeiten, die ich heute ausdrücken darf. Danke, dass ich sein darf für die Begegnungen, die ich heute haben darf. Amen. Danke. Wenn ihr euch bedankt, werdet ihr merken, in euch wird eine Wärme, eine kleine Wärme. Mit der Zeit wird es immer wärmer, sanfter, friedvoller sein. Dann bitte ich euch, steht auf. Braucht euren Körper, dehnt euren Körper. Versucht auch mal, euren Körper zu bewegen, wie ihr ihn noch nicht bewegt. Nicht radikal, langsam und sanft. Dass die Energien im Körper fließen können. Gewohnheiten sind nicht so gut für den Körper. Durchbricht immer wieder eure Gewohnheiten. So, dann geht ihr euch waschen und dann startet euren Tag. Weil dieser Tag werdet ihr mit euch starten. Und dann werdet ihr nicht euch suchen den ganzen Tag lang. Wenn ihr am Morgen im Alltag seid und der Morgen vielleicht sehr intensiv ist, schenkt euch immer wieder kleine Momente. Es ist einfach dann wieder in diese Frequenz reingehen zu können. Augen wieder schließen. In euch spüren. Dann seid ihr wieder bei euch. Und dann macht ihr wieder weiter. Am Mittag ernährt euch von Energie pur. Energie pur heißt, seid achtsam, was ihr zu euch nimmt. Die Menschen haben eine unglaubliche Erfindung gemacht, das Besteck, was aber nicht so dienlich ist. Es wäre gut, wenn ihr eure Lebensmittel wieder mit euren Händen anfasst, weil dort würdet ihr spüren, ob es gut ist oder nicht. Segnet das Essen, das ihr bekommt. Sagt Danke für die Speisen, die euch gegeben werden. Das Gleiche mit dem Wasser, wo ihr trinkt. Wenn es geht, trübt euren Geist nicht. Trinkt Wasser, reines Wasser. Ist das Elixier für uns Menschen. Es ist klar, wie unser Wesen eigentlich auch ist. Am Nachmittag geht eurer Arbeit nach. Arbeitet ehrlich. Und ihr werdet auch ehrlich behandelt. Wenn ihr gerade nicht ehrlich behandelt werdet, verurteilt nicht. Aber ihr dürft euch wehren. Wehren heißt, ihr dürft eure Meinung haben, aber nicht in der Verurteilung. Nach der Arbeit schenkt euch Zeit. Zeit mit euren Freunden, Familien, Bekannten. Lebt die Liebe. Lebt die Gemeinschaft. Sagt Danke, weil das ist wichtig. Wir sind ein Wir, ein Miteinander. Wir können uns unterstützen und begleiten, nicht leiten. Begleiten
ist sehr wichtig auf unserer Reise, wo wir hier machen. Am Abend, genießt den Abend. Aber bevor, dass ihr schlafen geht, dieser Moment soll wieder für euch und Gott alleine sein. Reflektiert über den Tag, den ihr erlebt habt. Konntet ihr mit euch stehen, zu euch stehen im Alltag, sagt Danke vielmal. Wenn ihr merkt, dass ihr es nicht geschafft habt, verurteilt euch nicht. Nehmt es als Orientierung. Sagt Danke vielmal. Ich bin mir bewusst geworden, morgen kann ich es anders machen. Wo Frieden ist, wird Friede sein. Wenn ihr im Frieden geht, dann wird es möglich sein. Es ist sehr wichtig. Bedankt euch nochmals und integriert es für euch. Weil wenn ihr am Abend das macht, dann verarbeitet ihr den Tag schon und eure Nacht wird die Nacht der Erholung sein. Am Abend, bevor dass ihr gerade einschläft, bittet Gott, dass ihr den Schlaf auf eure Augen legt, dass ihr schlafen könnt in Ruhe und Frieden. So könnte ein Tag sein. Ein Tag in einer Frequenz. Desto mehr, dass wir in dieser Frequenz sein, werdet ihr merken, das Leben wird sich verändern. Wir wählen, wie wir leben. Wir wählen, wie wir weitergehen möchten. Ich bedanke mich bei euch und ich wünsche euch eine gute Zeit.